Die Firma SpaceX hat innerhalb von 48 Stunden zwei Raketen ins All geschickt. Am Sonntag startete eine von ihnen von einem US-Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien. Mit an Bord waren 10 Mobilfunksatelliten. Bereits am Freitag hatte das Raumfahrtunternehmen den ersten bulgarischen TV-Satelliten in der Erdumlaufbahn ausgesetzt, mit einer recycelten Rakete. Sie war im Januar schon einmal geflogen. Ziel von SpaceX-Chef Elon Musk ist es, die Startkosten durch die Wiederverwendung erheblich zu senken.